Ich weiß noch nicht mehr viel, weil ich auch gut viel breit war so, aber es war auf jeden Fall lustig, Digga. Oben rechts, das war mein Kinderzimmer. Keine Therapie, kein Gefängnis, keine gut zureden. Wird dir helfen, wenn du selber nicht sagst, ich hab keinen Bock mehr. Was er alles mit mir gemacht hat, Bruder. Und dann steht er da und lacht mich an und denkt, was denkt er? Ich trinke jetzt das Wein mit ihm oder was, Digga? Du kannst machen und sein, wie du möchtest. Es gab hier nie irgendwelche homofeindlichen oder weißt du, transfeindlichen oder rechte Leute oder sowas. Hier gab's das nicht. Wenn meine Mutter mich nicht mehr haben will, so mäßig, ja, dann ist Polen offen, Digga. Scheißegal. Willst du sagen, du bist ein Mensch, der mentale Probleme hat? Ich hab Angst vor nix, Digga. Vor niemandem und nix. Auch nicht, dass du sagst, oh, irgendwann kann's vorbei sein. Vor dem Trap-Haus war, weißt du, dass ich pushe. 187-Truppe wurden reich durch diese Mucke. Konnte die Zukunft schon voraussehen, als noch keiner davon wird. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stoked Unframed. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass er dabei ist, nämlich Jizzes. Also, Kamera ist dabei. Schön alles hier im Jutebeutel. Let's go! Zwischen Fast Life und den Schlagzeilen. Komm, schenk mir noch ein Glas ein. Und ich schenk dir bisschen Wahrheit zwischen Fast Life und den Schlagzeilen. Glaub mir, du willst kein Star sein. Erster Stopp, Kaffee trinken, um einmal reinzukommen in den Tag. Ganz genau. Kaffee and go, sag ich immer. Sag ich gar nicht. Okay, Haare sind neu, frisch. Haare sind frisch, Digi. Wenn die Kamera drauf hält, dann geh ich noch zum Friseur. Weißt du, bei hier vorne an der Ecke, wo wir auch mit Logan Paul uns mit getroffen. Logan Paul, das ist mein Stammfriseur, weißt du? Ja. Da gehe ich öfters mal hin, das ist immer eine gute Gesellschaft. Und der Friseur heißt Gazi auch. Der Friseur heißt Gazi und der kann verdammt gut schneiden, muss ich sagen. Na, wir packen erstmal kurz hier vorne. Das wollen wir ja nicht parken, wir wollen kurz halten. Okay. Das ist doch schön, Tütchen verhaften, ne? Ja, muss jetzt sein. Wo legal ist. Hier ist auch ein gutes Café. Transmontana. Ja, hier gibt es auf jeden Fall guten Kaffee. Es war auch ein sehr, es war, glaube ich, der Lieblingsladen von meiner Mutter auch, was Kaffee angeht. Ja? Weil meine Mutter war sehr Kaffeespezi, weißt du? Wirklich? Und dann hier? Getrunken. Ja, hier. Okay, ich bin cool. Da hier aufgewachsen, dann gehen wir gleich hin. Was ich noch sagen, weil wir gerade beim Friseur waren und Logan Paul. Wie ist das für dich so, als, ich meine, du bist ja bekannt natürlich hier, yes, in Deutschland, aber yes, wenn jetzt kommt so ein International, der ist ja schon ein sehr großer Weltstar. Ja, yes, safe. Und der kennt dich. One of the biggest German rappers, but he's also fucking lunatic. Like, he's like the real deal, like a fucking psychopath. You're gonna interrupt this man's haircut, Mike. Fuck Jake Paul! Nice to meet you, bro. Welcome to Hamburg, bro. How are you, bro? Kennt ihr ihn? Ist bekannt in Amerika, Bruder. Ist der krasseste, Digga. Das ist fantastic. Ist doch cool, Digga. Ich kenn ihn auch. Nein, aber ja, dass das so geil über die Grenzen hinausgeht, ja, hast du je damit gerechnet, Bombe, oder? Nein, womit hab ich gerechnet? Alter, mit gar nichts. Ja. Also eine ähnliche cool Situation gab es ja auch mit Migos mal, ne? War das nicht beim Wireless Festival, wo wir, ich weiß noch, wir wollten Migos gucken. Ja. Und wir waren alle an der Bühne und dann wurden da aber alle weggeschickt. Alle weggeschickt, außer wir ich. Wir standen so im Graben, ich weiß noch, ich stand mit Summer Jam, mit UFO, glaube ich, auch, da in diesem Graben haben die, und ich denke die ganze Zeit, wo ist Jizzes, wo ist Jizzes? Ja, wir unbedingt Migos gucken und auf einmal kommst du so nach der Show von der Bühne runter. Also wie? Safe, oder? Das sind noch meine Homeboys. Der Typ muss doch kommen, der uns von der Bühne runterschmeißt, oder nicht? Der muss doch geboren werden erstmal. Nee, klar. Das ist auch ein geiles Gefühl, Digga, wenn man auch über die Grenzen jetzt. Es gibt auch eine Show in Polen, spiele ich zum Beispiel. Ach, wir waren in Belgrad auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Waren wir in Belgrad, waren auch, glaube ich, 1100 Leute. Ja. Und da habe ich auch einmal in die Runde gefragt, so, ey, wer kann ja nicht Deutsch? So, ne? Und da war vielleicht ein Drittel, so, weißt du, was Deutsch konnte. Ne? Also, die Leute haben auch gefeiert und die feiern das so. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so. Das ist das Feeling, der Carry, Jizzes, so, ne? Ist ja auch. Sieht ja auch optisch wahrscheinlich gut nach einem Rapper aus, so, ja, weißt du? Tätowiert, groß, schwer. Das passt doch, weißt du, die Leute feiern das, ne? Nicht alles so weichgespült, wir sind nicht weichgespült, weißt du, heutzutage ist alles so ein bisschen. Ja, ja. Ja. Was soll man dazu sagen, ja. Ohne sich strafbar zu machen, ne? Sternschanze, da kam ich her. Kein Mercedes, da vom anderen Stern. Sexy Mama, guck, was Papa fährt. 1000 Namen, doch das war es wert. Hey, was geht ab? Und bei dir? Best. Hey. Kein Problem. Erzähl aber erstmal, wo sind wir hier genau? Also wir sind hier in der Schanze. Ganz genau, Sternschanze, Flora Park, Rote Flora. Meine alte Heimat. Ne? Ich bin hier in der Judestraße aufgewachsen, da werden wir auch langsam langfahren gleich oder lang gehen. Und was los? Komm schnell. Pascal gerne auch. Danke dir, mein Lieber. Danke dir, mein Lieber. Danke euch. Danke dir. Ja, hier haben wir früher viel gerockert, haben wir auch schon öfters thematisiert. Ist aber ist schon der Anfang hier. Ist schon der Anfang, auf jeden Fall. Was geht ab? Unsere Bounce MC und Jizzes hier im Park. 100 Leute, Flora Park. Wir kommen von hier. Flashback. Wie für dieses Flora Park, Schanze wieder. Wir sind auch Hamburg schon bei Hamburg.
Jesus, von der Tischtennisplatte. Sie sitzt an der Party, ich sitze nicht zur Debatte. Nein, die tut dir gar nichts zur Sache. Na gut, komm, ich zeige dir nochmal meine Patte. Das war auf jeden Fall die Anfangsphase, ne? Hier haben wir viel gerockert und viel Spaß gehabt auch. Ich meine, es ist auch schon 15 Jahre her so, ne? Die Zeit rennt auf jeden Fall, aber ja, es ist auf jeden Fall ein großer Teil unserer Geschichte. Ne? Was bedeutet die Gegend für dich? Also immer noch? Das ist meine Heimat, ne? Da, wo ich groß geworden bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe in dieser Welt. Und es war auch eine gute Schule. Also Sternschanze St. Pauli war immer eine gute Schule für mich. Und ich bin überall auf der Welt gut klargekommen, weil ich hier gelernt habe, wie man klarkommt. Ich bin natürlich weggezogen hier. Ich habe damals das Haus von meinem Schwiegervater gekauft, habe das abgerissen, habe da ein neues Haus gebaut mit meiner Frau zusammen. Das ist jetzt meine neue Heimat. Finde ich auch geil für die Kinder, Garten. Und es ist einfach so ein neuer Lebensabschnitt. Ich bin da irgendwie Wink des Schicksals, hat mich da irgendwie hingeführt so. Da vorne haben wir uns auch kennengelernt, vor dem Café. Ich weiß, ja, du hast im Café gesessen. Genau. Habe ich eben gerade noch drüber nachgedacht. Meinst du, ey, ich bin Fotograf und dies und das. Und dann haben wir aber noch ein bisschen Zeit gebraucht, glaube ich. Du bist dann links, du hast dann mir deine Nummer gegeben. Ja. Und meintest du, hier, melde dich. Eigentlich alle waren hier im Park, aber ich musste gerade arbeiten. Ja. Und dann meintest du, hier, ruf mich an irgendwie. Und dann habe ich halt nicht gemeldet und bist du in den Knast gekommen. Der erste Knastaufenthalt war das. Ja, stimmt, war ein bisschen länger da. Und dann haben wir uns danach hier wieder getroffen im Klein Donner. Stimmt. Ja. Auch eine geile Zeit. Ja, auch immer eine geile Zeit gehabt, muss ich sagen. Also ich habe immer guten Spaß gehabt, ja. Hallo. Du bist der Haftbefehl. Bitte? Bist du Haftbefehl? Haftbefehl? Ja. Ja, ich bin es. Ja. Schau, wo sitzt du, wer der Babo ist? Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Money Rich. Hä? Passt doch. Komm schnell, wir machen ein Foto. Ja. Kannst deinen Sohn zeigen. Sag deinen Sohn, ich habe Haftbefehl getroffen. Super. Ey, ich bin nicht Haftbefehl, aber ich bin auch ein Rapper. Nicht, dass du denkst, ich hab dich angelogen. Frag deinen Sohn, ja? Mach dich schönen Abend. Ja, ciao, ciao. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz da vorne, weil das alte Büro, da gehen wir noch mal aufs Dach, machen ein paar Bilder. Yes. Und dann gucken wir von da aus mal dein Elternhaus an und gucken, wo du hergekommen bist. Ja, safe, gerne. Wir haben gerade kurz schon ganz kurz drüber geredet. Erster Knastaufenthalt. Ja. Warum? Geile Zeit. Nein, Spaß. Ja, wie alt warst du? Oh, 20 oder so. 22, glaube ich. 21 bin ich reingekommen. 3 Jahre, ne? Oder? Zweieinhalb im Bau und dann habe ich noch ein halbes Jahr musste ich so eine Drogentherapie machen, weißt du? Aber es war auch eigentlich ein Knast. Also, naja, eigentlich nicht. Man konnte schon rausgehen. So wie offene Vollzug, weißt du? Und wie war das? Ja, auch prägend natürlich. Ne? Hat mich auch härter gemacht. Also kannst du dich noch so an den ersten Tag erinnern, wo du reinkamst? Was das für so ein Gefühl? Ja, ich war davor schon immer mal ein paar Tage, ein paar Wochen im Knast. So, aber man denkt natürlich am Anfang immer noch, ach Digga, komm, ich komm raus, dann komm ich raus, bei Termin komm ich raus, bla. Und irgendwann sind 1,5 Jahre rum und du merkst, Digga, so schnell geht das wohl doch nicht. Und dann, Digga, musst du es nehmen, wie es kommt, Digga, weißt du? Ja. Ich war nie eine Jammerbacke, war nie eine Heulsuse, weißt du, wenn Sachen kommen, dann musst du sie halt nehmen, weißt du, so wie es kommt. Du kannst es nicht ändern, dann akzeptier es, mach das Beste drauf. Auch das hat mich geschliffen und geprägt und auch auf jeden Fall ein Stückchen härter gemacht und auch ein Stückchen mehr zum Mann gemacht, denke ich, weißt du, also will ich sagen, will die Zeit nicht missen, aber Digga, es gehört halt auch zu mir. Ja, hier war dein altes Büro, ja. Das haben wir auch auseinandergenommen alles, von oben bis unten durchgefilmt. Nur die Familie, das ist alles, was ich liebe. Warst du da, wo wir dieses Fensterkonzert gemacht haben? Nee, da war ich nicht dabei, aber habe ich gehört. War legendär, ja? Zwei Songs, dann wurde es von der Polizei gestürmt. Ja, natürlich, Digga. Die Polizei lässt dich warten, wenn ich Spaß habe. Hausdurchsuchung, während wir in L.A. waren, war auch hier. Wie ist es mit Thema Hausdurchsuchung? Wie viele Hausdurchsuchungen hattest du im Leben? Boah, ich habe aufgehört zu zählen irgendwann. Aber ich habe dann in meiner Wohnung, weiß ich noch, habe ich die Tür gar nicht mehr richtig repariert, weil ich wusste so, ey, Digga, was soll ich jetzt hier? Die haben mir die ganze Zahlen rausgeholt und die haben die Tür kaputt gemacht, auf jeden Fall. Die kannst du auch gar nicht mehr so richtig zumachen, musst du abschließen, weißt du? So. Ja. Aber wie ist das jetzt mit dem neuen Haus und so? Ja. Wenn du jetzt sagst, hast du dich so krass daran gewöhnt, dass jederzeit irgendwann mal eine Hausdurchsuchung kommen kann? Oder ist das so ein bisschen, boah, schon meist gibt es ja diese Anrufe im Sinne von, ey, die waren gerade bei mir. Kann sein, dass sie auch gleich zu dir kommen. Ja gut, man weiß ja auch, was dazu führt sozusagen. Ne? Ja. Also ungefähr schwere Waffen brauche ich jetzt nicht mehr im Video zeigen. Also da weiß ich, was passiert. Da passiert nämlich eine Hausdurchsuchung. Aktion und Reaktion. Nein, sie haben die Leiter weggenommen. Die okay. Schweine. Ja gut. Trotzdem hat Spaß gemacht, einfach mal hochzulaufen. Ey, ich habe vorhin noch gedacht, lass mal gucken, aber eigentlich war es noch nie so. Die Wichser, Alter.
So. Kannst auch gehen. Aber jeder Dachboden riecht auch irgendwie gleich, ne? Ja. Das erinnert mich vorher an meine Kindheit. Da war der Dings hier, der Trockner war auf dem Dachboden. Und ich musste mal die Wäsche holen. Das ist genauso gerochen wie hier. Ist überall. Feuchtigkeit halt, ne? Gucken wir mal, gucken wir so, wo du herkommst. Ah, guck mal hier. Da ist sie doch. Ah. Die Schweine. Richtige. Ah. Die haben doch schon gerochen, was du vorhast. Ja, Mann. Na gut. Na gut. Hier ist die gottverdammte Sternschanze, Digga. Also, aber erzähl nochmal, wir waren ja bei Knastaufenthalt. Yes. Und während deines ersten Knastaufenthalt ging das ja hier jetzt schon mit 187 langsam. Ja, safe, Bruder. Bones hat ja nicht gepennt, Digga. Der hat ja immer Gas gegeben, Digga. Wie ein Behinderter, Digga. Aber wie war das für dich so, aus dem Knast das zu sehen? So irgendwie, ah fuck, du sitzt jetzt und alle anderen haben den Spaß ihres Lebens. Beziehungsweise, wie viel hast du überhaupt davon mitbekommen? Ja, Bruder, was die halt so erzählt haben, war natürlich so bei Besuch. Wollte man immer alles wissen und so, aber die Jungs meinten auch, oder Bones meinte auch, glaub mir, komm raus, dann machen wir das schon, es wird schon irgendwie. Und du musst auch überlegen, im Gefängnis, ab einer gewissen Zeit schließt du mit draußen so ein bisschen ab, weißt du, dann ist es einfach dein Leben drin und du merkst einfach, ich kann es nicht ändern, ich kann draußen keinen Einfluss nehmen, du bist einfach in diesem Mikrokosmos gefangen, weißt du. Ja. Holzenglas sieht es auch noch genau hier in der Innenstadt so, das heißt, dieser Dom, diese Kirmes und so, du hörst alles. Aber du kannst eh nicht Einfluss nehmen. Du bist einfach im Gefängnis. Das ist dein Tagesablauf. Das ist dein Mikrokosmos. Das ist deine kleine Welt. Ja. Die kleine Holzengalaxis, weißt du? Aber natürlich, die Jungs muss ich auch immer, kann ich immer wieder nur betonen. Ich meine, ich habe es oft gesagt, aber so, dass die Jungs mich tot unterstützt haben. Yes, und hier ist mein Elternhaus, Digga. Oha, welches? Ja, Bruder, hier, genau der Eingang hier. Juliusstraße 4 bin ich aufgewachsen, ganz genau. Welches mein Kinderzimmer Fenster? War oben rechts, dieses Erkerfenster, glaube ich, nennt man das, ne? Ja, ja, ja. Das war mein Kinderzimmer. Geil. Hier unten hatte mein Vater damals noch so einen kleinen Trödelladen, also ja. Mehr schlecht als recht, am Ende hat er da auch gewohnt, aber... Dein Vater war aber gar nicht so lange in deinem Leben, oder? Nee, leider nicht, Digga. Wir haben dann irgendwann, es ist so ein bisschen leider ins Stocken geraten, auch mit der Haftzeit und ja, Digi, was, das war auch viel. Du musst überlegen, ich nehme niemandem irgendwas übel, weil... Wir hatten immer viel Geldprobleme auch. Es waren immer auch, Alkohol war ein Thema immer. Und die hatten auch keine Bombenkindheit. Bei deiner Mutter auch oder bei deinem Vater? Nein, bei meinem Vater auf jeden Fall. Also ich will dem Mann nicht schlecht reden. Ja? Er war ein guter Vater so, aber ich muss ja die Wahrheit sagen. Ja. Es ist ja auch bei mir so ganz offensichtlich, dass ich auch einen Hang zu Alkohol habe. So, und das kommt dann auch nicht von ungefähr. So, weißt du? Aber ich will den Mann überhaupt nicht schlecht reden. Weißt du? Er war ein guter Kerl, aber jeder hat seine Dämonen. Weißt du? Ist einfach so im Leben. Das kann man nicht ändern. Das ist, wie es ist. Weißt du? Und trotzdem hatte ich eine schöne Kindheit. Und dein Verhältnis zu deiner Mutter? War Bombe. Ja? War Bombe. Aber du warst ja auch irgendwann im Heim. Ja, so Jugendwohnung war das. Ne? Meine Mutter musste überlegen. Meine Mutter hatte zeitweise 3 Jobs, hat Schulden bezahlt, hat immer geguckt, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Hatte dadurch dann natürlich auch nicht so viel Zeit zur Betreuung, weißt du? Ich war das Schlüsselkind, bin von Schule nach Hause oder auch nicht. Hab früh zu Drogen gefunden, früh angefangen zu kiffen, früh angefangen Scheiße zu bauen. Musst überlegen, das ist St. Pauli, weißt du? Ja. Hier ist auch nicht der Umgang, dass du sagst, ey, ich chill mit dem und der geht zum Abitur und der geht zum Flötenunterricht, weißt du? Ja. Das ist natürlich auch irgendwo ein Brennpunkt gewesen, wo auch Action ist, weißt du? Und ich war immer erlebnisorientiert und hatte Bock auf Action. Und da bin ich schnell reingeraten und auch schnell in Kriminalität, Drogen und diese ganze Heckmeck. Und meine Mutter hat sich, glaube ich, erhofft, dass ich mehr Betreuung kriege, dass ich quasi mehr Allround kriege, sozusagen. Und da war natürlich ihr Gedanke, glaube ich, ich bin halt um 17 Uhr erst zu Hause. Ja. Der Junge, wenn er jetzt in so einem betreuten Wohnen ist, dann gibt es ein Rundumpaket, so, weißt du? Das Ding ist natürlich voll nach hinten losgegangen, weil ich habe mir gedacht, ey, wenn meine Mutter mich nicht mehr haben will, so mäßig, ja, dann ist Polen offen, Digga, scheißegal, weißt du, dann gebe ich Vollgas und mach mein Ding. Und es ist noch schlimmer geworden, so, ne? Es ist ein bisschen nach hinten losgegangen, aber die Intention war auf jeden Fall eine positive und zu sagen, ey, Jonas, ich kann dir, glaube ich, nicht die Art von Rundumbetreuung geben, die du brauchst, um irgendwie einen guten Start ins Leben zu bekommen, weißt du? Ja. Das war der Grundgedanke, aber okay. Es ist anders gekommen, so, ne? Aber ich liebe meine Mutter bis heute, also ich vermisse sie auch sehr und ja, genau, also ich kann nicht... Sind beide verstorben. Ja, sind beide leider verstorben, aber ja, Kinder kommen, der liebe Herrgott, er gibt und er nimmt, sagt man, ja? Das stimmt. Einer kommt, einer geht. So ist das im Leben. Das stimmt. Guck mal, I did it. I made it. I'm into the Media Markt. Wie alt warst du, als deine Mutter gestorben ist? Wann ist sie gestorben? 15, da war ich. Ja, 27.
Also da warst du auch schon erfolgreich. Ja, ja, das war auch geil. Ich bin aus dem Knast gekommen und dann haben wir auch, es ging ja immer peu à peu, stetig ja, bergauf. Genau. Und dann haben wir ein Konzert in der Freiheit gehabt. So war das. Wir hatten das erste Konzert in der Freiheit ausverkauft. Ja. Und das war natürlich, Digga, das Ding. Und meine Mutter, die war da. Ich meinte, Jonas, Alter, ich hab's selber hier gefeiert in dem Laden. Jetzt machst du den Laden voll, so, weißt du? Die ist durchgedreht. Die hat sich tot gefreut. Was war das für ein Gefühl? Ey, das war Bombe, Digi, weißt du? Ja. Die hat gesehen, Geld kommt rein, ich kann mich tragen, weißt du? Ich bin nicht mehr so hart in der Kriminalität drin. Und das hat die natürlich mega stolz gemacht, so, weißt du? Ja. Und ja, es ging bergauf so. Und mit ihr ging es dann im Nachhinein, wenn ich es gesehen habe, ging es dann leider schon bergab so. Sie hat dann stark abgebaut, abgenommen. Und das hat man alles nicht so gesehen, weißt du? Aber und dann ging es Schlag auf Schlag, weißt du, und dann auf einmal war sie weg. Also, naja, so ist das Leben. Bist du nicht nachdem deine Mutter gestorben ist, bist du dann erstmal abgehauen, ne? Ja, Bruder, ich bin halt voll in Drogen versunken, so, ne? Ja. Und da meinten alle zu mir, Bruder, hau erstmal ab. Ja, du brauchst irgendwie ein anderes Umfeld, andere Umgebung. Geboxt noch damals, und dann bin ich nach Thailand und hab mir so ein Camp da gemacht, weißt du, hab geboxt. Hab da auch gefeiert wieder, Digga. Ja. Ich sag natürlich, Digga. Der Teufel erkennt überall seine Brüder, Digga. Auf einmal. La, 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 Digga. Überall ist es. Komm her, mach ein Foto. Dankeschön. Ja, klar. Aber war auch gut für mich. Auch Thailand ist ein Bombenland. So, ja. Weißt du das? Also, wenn du da echt hinfährst, um auch die Kultur ein bisschen anzunehmen und nicht nur irgendwie als Sextourist oder keine Ahnung, weißt du, dann nehmen die Leute dich auch voll auf und sind super lieb und freundlich. Und das war auch gut für mich, glaube ich, weißt du, auch hier mal wegzukommen und von den Drogen ein bisschen wegzukommen, weißt du? Ja. Ah, safe. Du bist eh so ein Typ, das finde ich sehr interessant bei dir. Du bist so ein Typ, du bist ja total neugierig, was so die Welt angeht. Safe. Du reist super gerne, ja. Du guckst gerne so. Du bist super neugierig, wie so manche Orte sind, einfach nur um so auszuchecken und zu gucken, wie es ist. Safe. Wir waren ja auch selber zusammen schon viel unterwegs. Ja. Aber gleichzeitig bist du ja komplett der, nicht Heimscheiße, aber du bist so ein Mensch, der hat ja so, nach einer Woche hast du ja Heimweh. Ja, safe. Ja. Aber es ist auch so, guck mal, ich habe 3 Kinder mittlerweile. Ich habe eine Frau, die ich liebe. So. Ja. Ich liebe meine Familie, weißt du, und ich vermisse meine Familie. Ja. Ich schäme mich auch manchmal dann, wenn ich so geile Erlebnisse habe und die dann nicht dabei habe, dann Ich schäme mich dann so ein bisschen, weißt du, für die, weil ich will ja auch, dass sie das auch sehen, so, weißt du? Und deswegen, und ja, nach einer Woche, nach 3-4 Tagen bin ich schon so, Digi. Aber trotzdem habe ich natürlich Reiselust auch, aber ich habe Fernweh und dann wieder Heimweh, weißt du? Ambivalenz. Ja, deswegen, das ist so bei dir so ganz extrem. Das habe ich schon voll oft gemerkt, dass wir dann irgendwo waren und so voll geil und dann so nach ein paar Tagen, okay, jetzt reicht auch, jetzt kann ich wieder nach Hause. Ja, safe. Ja, ich bin auch mit denen gerne unterwegs, weil ich glaube, Kinder, wenn du Kindern die Welt zeigst, so, jeder Urlaub lässt neue Erinnerungen, weißt du? Und aus jedem Urlaub hast du irgendwelche geilen Erlebnisse, die du mit denen teilst und so. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man seinen Kindern die Welt zeigt, weißt du? Wenn man die Möglichkeit hat. Ey, voll. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und wenn es nur, wenn man halt nicht das Geld hat, so, okay, dann fahr halt an die Ostsee, weißt du? Und zelte da, Digga, weißt du? Würde ich auch machen, Digga. Mir wäre auch scheißegal. Wenn ich keine Kohle hätte, würde ich auch sagen, Digga, lass nach Österreich mit dem Zug, Alter, weißt du? So, scheißegal. Hauptsache, du fährst weg und hast neue Umgebung, weil hier ist eh immer alles dasselbe, weißt du? Ja, das stimmt. Und neue Erinnerungen machst du nur in neuer Umgebung, glaube ich. Das stimmt. Nee, hast du vollkommen recht. Das ist auch meine Ansicht. Reisen ist so das Beste, was du den Kindern mitgeben kannst. Ja, ja. Geil, sollen wir mal kurz ein paar Bilder hier vor der Tür machen? Zum Gesicht warnen, ins Gesicht treten, nicht nachgeben, sondern Stich geben. Mein Leben, meine Glücksträhne, doch sie disst alle und vergisst jeden. Damals mit 14 die Türen aufgemacht, danach gedient in der Stadt. Heute mein Weg als Musiker gemacht, aber guck, wo es endet, schon wieder im Knast. Wie war Schulzeit für dich? Wie war das? Was warst du für ein Schüler? Och, Digi, kannst du dir vorstellen, sicherlich, ja? Natürlich, Digga. Ich glaube, wie jeder Rapper war ich einfach der Klassenclown. Digga, hatte meinen einzelnen Tisch irgendwo bei der Lehrerin. Hätte sie eine Route gehabt, sie hätte mir jeden Tag in die Fresse gehauen. Aber Digi, ja, so war das, Digga. Mein Schulweg war hier hoch. Dann bin ich immer da vorne, ist so ein Altenheim. Da bin ich über das Altenheim dann reingegangen. Oder so eine Werkstatt war da auch, da bin ich auch. Dann habe ich abgekürzt. Das kam mir als Kind auch so lang vor. Ne? Das ist einfach nur 3 Minuten Weg. So. Wie war es mit den Lehrern? Waren die cool zu dir oder waren die schon so... Also was hast du für einen Draht zu Lehrern? Gab's irgendwie, hast du so das Gefühl, dass du irgendwie einen Menschen hattest, wo du sagst so, ey, guck mal, der hilft mir weiter im Leben? Oder hattest du so, war es eher... Bro, damals habe ich so einen Menschen nicht gesucht, weißt du? Ja. Also du wolltest auch niemanden haben, der sich sagt, so, genau, der dich auf den richtigen Weg bringt, sondern... Ich habe immer schon ein Problem mit Autorität gehabt und wenn mir jemand was sagt, dann mache ich erst recht anders, weißt du? Ich bin dann so,
irgendwie kriege ich einen Nagel im Kopf. So, mittlerweile bin ich natürlich ruhiger geworden und lasse mir auch Sachen sagen und kann auch einschätzen, wer es gut meint und wer nicht, weißt du? Ja. Damals kam mir alles vor, als ob alles negativ wäre und jeder will mich abfacken und ich mache mein eigenes Ding und ich weiß es besser. Und Digga, natürlich bin auch mies auf die Schnauze gefallen damit, aber Digga, du weißt doch, wenn man jung ist, Digga, da muss man seine eigene, ein Kind muss selber auf die Herdplatte fassen, um zu merken, dass heiß ist. Weißt du, was ich meine? So? Und so war es bei mir auch damals, Digga. Die Lehrer waren nicht unbedingt abgeneigt, so. Also bei manchen Scherzen haben die auch mitgelacht, so. Aber ich war natürlich auch ein Junge, der den Unterricht stört einfach und die anderen damit auch runterzieht, so, weißt du? Und das ist natürlich für einen Lehrer Gift, weißt du? So einen Typ in der Klasse zu haben, so, da hat natürlich keiner Bock drauf, so, ne? Ich weiß so, am Ende in der anderen Schule, also das war meine Grundschule hier, in der anderen Schule haben sie mir dann den Hauptschulabschluss geschenkt, so Hauptsache geh einfach, geh, so. Weißt du, also ich hatte zum Halbjahr, weiß ich noch, ich hatte 4 KBs, also keine Benotung, weil ich einfach nicht da war. Und dann im Halbjahr habe ich mich irgendwie zusammengerissen und habe wirklich mal irgendwie gelernt. Das war sogar schon die Zeit, wo ich rausgeflogen war und habe das alles noch irgendwie rumgerissen bekommen, weißt du. Dann meinten die auch so zu mir, Digga, wenn du dich einmal hinsetzen würdest, real, wäre locker drin, weißt du, so. Aber, Digga, andere Dinge im Kopf gehabt, weißt du? Und am Ende, was hat mir in die Schule gebracht, weißt du? Von meinem Weg so... Na gut, aber dein Weg war ja nicht von vornherein vorgestimmt, dass du sagst, ey, ich will Rapper werden. Nein, klar. Aber ich glaube, so ein Job, wo ich jetzt echt Abitur oder irgendwas gebraucht hätte, hätte ich eh nicht gemacht, weißt du? Dankeschön. Hau rein. Hier war eine geile Zeit eigentlich, ja, weiß ich noch. Hier war eine geile Zeit, geile Jungs auch gewesen. Auch viel Blödsinn gemacht, aber einfach... Hattest du viele Freunde oder warst du ein Einzelgänger? Einzelgänger nicht, aber ich hatte immer Probleme, ein bisschen Freundschaften zu halten und zu pflegen, weißt du, so, ich bin halt so... Woran lag das oder liegt das? Keine Ahnung, so, ich bin halt nicht so organisiert, weißt du, so, dass ich so an... Ja, ich denke, das ist so der größte Manko, so, dass ich nicht so Organisation habe. Ich bin mehr so, ich wach auf und dann so, ja, irgendwas passiert, genau. So, weißt du, so. Aber dass ich jetzt so mit Plan an Sachen rangehe. Obwohl meine Oma hat auch immer gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan. Es geht sowieso schief. Weißt du, was ich meine? So, es geht sowieso immer anders, als man denkt. Ich war auf jeden Fall nicht unbeliebt oder so. Und ich hatte auch Freunde, safe. So. Ich habe jetzt immer noch Freunde von damals. Ich habe einen Kollegen noch, den habe ich gestern auch gesehen. Den kenne ich aus dem Kindergarten. Seine Mutter hat mich im Kindergarten betreut quasi. Ja. Ne? Die war auch, die war die beste Freundin von meiner Mutter. Und die war auch öfter am Krankenbett als ich, ne? Wo die verstorben ist. Ne? Also, das sind schon lange, lange Beziehungen. Ne? Und ich finde auch, daran sieht man auch, ob du ein cooler Typ bist oder nicht. So, ja, weißt du? Ob du noch Freunde von damals hast oder ob du echt immer wieder Freundeskreise gewechselt hast und so. Stimmt. Und bei mir ist halt so, ich bin bei jedem, ich hab eigentlich so... Alle sind immer happy, wenn sie dich sehen. So, ja. Ich denke auch, weißt du, so. Ich versuche nirgendwo verbrannte Erde zu hinterlassen oder irgendwen abzufacken oder Schulden zu hinterlassen oder so. Ja. Man muss immer gerade durchs Leben gehen und jedem in die Augen gucken können. Und die Leute sollen auch nicht schlecht über dich reden, weißt du, so. Deine Reputation, bei uns auf der Straße, wir kommen von der Straße, weißt du. Dein Wort ist deine Reputation, weißt du. Wenn du das verlierst, dann geh dich einsperren, weißt du, so. Dann häng dich irgendwo auf, weil was willst du denn noch machen? Ja, kannst du irgendwo mal langlaufen, kannst du irgendwo mal sitzen, die Leute lachen über dich, so. Das gehört sich nicht. Stimmt. Hast du nicht irgendwie den Moment gehabt, dass du irgendwann mal dachtest, okay, jetzt brauche ich mal so einen Plan fürs Leben oder? Nein. Dass du dachtest, also hast du nicht Ausbildung oder sonst irgendwas nie drüber nachgedacht? Nein, das Ding mit dem Plan habe ich dir gerade erklärt. Ja, Alter, das du war lebst einfach, bist einfach die safe, ganze Zeit so. Safe. Ich bin überall einfach so reingestolpert. Ja. Auch mit dem Haus und so. Ne? Ja. Ich hatte auch nie den Plan, ey, ich baue mir ein Haus und so wird es kommen. Ja. Aber dann irgendwann hatte ich dieses andere Haus unterm Arsch und dachte mir, ja, das ist irgendwie ein Kackhaus, so, ich muss es neu bauen. Ja, und dann habe ich das irgendwie, da habe ich auch wieder Leute kennengelernt, die mir da Sachen vermittelt haben und so, ohne die ich auch überhaupt nicht da rangekommen wäre. Weißt du, weder an das Geld noch... Auch das Management oder Bones und so, das sind alles Menschen in meinem Leben, die mich so hart nach vorne geschossen haben, so, weißt du, denen ich auch dankbar bin dafür und auch für immer loyal sein werde dafür, weil ohne diese Leute wäre ich nicht so weit gekommen, weißt du, was ich meine so? Natürlich bin ich immer noch Jesus, aber man braucht schon auch Leute, die in anderen Bereichen gut sind, dass du mit denen kollaborierst und dann dich selber wieder nach vorne schießt, weißt du, so, ist wichtig. Ohne die wäre ich nichts. Aber wann hast du entschieden, Rapper zu werden? Oder hast du es gar nicht auch entschieden? Also nicht nichts, aber es wäre auf jeden Fall nicht so gekommen, wie es jetzt ist. Aber ist es dann auch so durch Bones gekommen, dass du gesagt hast, du... Safe, der Junge ist gekommen, ist in mein Leben getreten. Da war ich glaube, ich erst mit 18 gekommen, da war ich 15. Mhm. Und dann haben wir... Ich war vorher immer mit seinem Neffen unterwegs oder so ein bisschen unterwegs. Und auch schöne Grüße an Joey Bargeld. Okay. Ja, genau. Genau, dann habe ich ihn kennengelernt, dann haben wir gezockt, Basketball und so. Waren schnell auf einer Wellenlänge. Wir sind so vom Typ recht gleich so. Ja, beides so ADS-Opfer, weißt du so. Ja. Und haben gleiche Interessen. Ich glaube, vom Kopf hat das gut gepasst so, weißt du. Ja. Habe ihn sehr schnell als meinen großen Bruder angenommen, so wirklich. Das war wahrscheinlich so der erste Mensch in meinem Leben, wo ich wirklich gedacht habe, oh, der ist wirklich einer, wo du dich nicht ranhängen kannst, aber ja, eigentlich schon, weißt du so.
der macht das der schon. Der versucht ihn nicht abzufangen. Genau. Und der macht das schon und der, wenn der einen Weg geht, ich gehe mit ihm. Weißt du so? Hast du in ihm dann auch so ein bisschen diese Familie gesehen, die du zwar hattest, safe, aber auch nicht safe, hattest? Weil ihn und dann natürlich, wo die Gang sich entwickelt hat, so, weißt du, wir haben uns dann alle kennengelernt irgendwie. Und wo sich das entwickelt hat, so, habe ich gemerkt, Jungs, das sind meine Jungs, Alter. Das sind meine Familie, für die gehe ich durchs Feuer, weißt du so. Ja. Also die andere Familie, es war halt alles so ein bisschen... Es war immer troublebehaftet, so, weißt du so? Genau. Und die Jungs, da habe ich einfach gesehen, die ticken gleich. Die nehmen dich, wie du bist. Genau. Ja. Und auch im Gefängnis kristallisiert sich halt raus, wer wirklich und wer nicht, weißt du? Und die Jungs waren 1:1 bis zum Ende da, weißt du? Und das gibt dir einen Push, das gibt dir eine Power, weißt du? Dann weißt du, okay, ey, mit denen gehe ich durchs Ende, weißt du? Bis zum Ende, durchs Feuer, scheißegal. Ja. Nach dem Gefängnis hast du ja diesen Song gemacht mit Beginnern, Ahnma. Ja, und das war ja schon 3 Jahre später. Ach, war 3 Jahre? Ja, 13 rausgekommen. Da haben wir erstmal, habe ich mein, nee. Stimmt. Heil und Hungrig 1, das war auf Top 10, Platz 9 war das, glaube ich. Da hat dann man schon gesehen, okay, alles klar. Genau, okay, dann kam Ebbe und Flut. Dann kam Ebbe und Flut, dann kam Heil und Hungrig 2 und dann kam schon diese Palme aus Plastik, hat angefangen und so. Und da haben wir alle auch mega von profitiert. Ne? Das hat uns natürlich auch mega gezogen. So, ne? Und genau, und dann kam, Ahnma kam so mit, ich glaube so Anfang 16 oder Ende 15 oder so. Aber das und das Ding hat für mich persönlich nochmal auf jeden Fall richtigen Push gegeben. Genau, ne? So. Weil da weiß ich noch, du bist auf dem Splash aufgetreten, ich glaube, die waren sogar Headliner. Ja. Und du hast so einen Gastauftritt gemacht bei denen und ich war Backstage und bist du vor der Bühne gekommen und warst so, boah, krass, das war heftig. Ich war einmal mit denen auf dem Deichbrand, das war das Krasseste. So viele Menschen vor einer Bühne habe ich schon. Du hast das Ende nicht gesehen. Das war so Dings hier, Woodstock 99 Feeling. So, weißt du, so, das waren so viele Leute. Ey, ich habe mich eingeschissen, Digga, ich schwör's dir. Ich war so, oh, bestimmt noch einen Satz verpasst und so, weißt du, bei 4 Zeilen. Scheißegal, egal, sie kriegt das hin, Digga. Was ist jetzt hier nicht los? Was los, Digga, Ahnma? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage, wir backen einfach wieder auf die Karte. Nee, aber das war heftig, Digga, das war geil. War eine geile Zeit, war eine brutale Zeit. Ich weiß noch nicht mehr viel, weil ich auch gut viel breit war, so. Aber es war auf jeden Fall lustig, Digga. Also von 16 bis locker 19, bis 19 so, war einfach nur eine Ohrfeige nach der anderen. Bam, dahin. Gereist, Festivals, Familie ist langsam gewachsen und das war eine Bombenzeit, Alter. Ich will das alles nicht missen. Ja. Aber ich gucke auch gerne nach vorne, ich gucke nicht so viel zurück, weißt du, was ich sage, oh, das war so schön und so. Ich gucke nach vorne und ich bin mega glücklich. Ja. Heute mehr denn je, weißt du? Ja. Sag mir, riechst du das? So riechst Freiheit, Baby. Prost und tipp dein Glas. Noch ein Toast aufs nächste Jahr. Wie geht's jetzt? Geht's jetzt auch Schlag auf Schlag oder ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, würdest du sagen? Boah, ich glaube so nach Corona, aber man wird auch älter. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, so, weißt du, ist natürlich auch ein anderer Lebensabschnitt. Man sagt ja, alle 7 Jahre streift der Mensch so ein bisschen seine Haut ab, wie so eine Schlange, weißt du, häutet sich. Und ich glaube, es ist bei mir auch so. Ne? Ich bin einfach nicht mehr 25, so, weißt du, das ist natürlich das. Und ich glaube, Corona hat auch wirklich bei allen Leuten viel Druck rausgenommen. Ja. Also egal, wo man ist, egal, was man macht, so, ich merke so, es fehlen einfach zwei Jahre von den Generationen, die Leute, die jungen Leute auch so. Ich will die immer so packen und schütteln und sag, dreh doch mal durch, Alter. Weißt du, du bist jung, Alter, mach dein Ding und steh nicht vor der Bühne und halt das Handy hoch und dann spring da und feier und schwitz, Digga, und leb dein Leben so, weißt du? Ja, aber die Leute sind einfach so ein bisschen auf Halbgas, so, weißt du? So mit gezogener Handbremse so ein bisschen, egal wo. Stimmt. Okay, eben waren wir in der Schanze, jetzt sind wir hier, das ist hier schon St. Pauli. Genau. Was hat St. Pauli für dein Leben gemacht, bedeutet? St. Pauli ist das Geilste. Du kannst machen und sein, wie du möchtest. Es juckt niemanden. Ja. Du kannst wirklich alles. Es gab hier nie irgendwelche homofeindlichen oder weißt du, transfeindlichen. Oder das gab es alles nicht. Ja. Und wo das dann hier so aufgeploppt ist in Deutschland, dachte ich so, ey, ich kenne das gar nicht so. Ja. Oder rechte Leute oder sowas. Hier gab es das nicht, weißt du? Wir waren alle miteinander und jeder hat so sein Ding gemacht und fuck mich nicht ab, ich fuck dich nicht ab, weißt du? Ja, komm mir nicht in den Weg, ich komm dir nicht in den Weg, weißt du? Ja. Und das ist halt diese Schule, von der ich geredet habe, weißt du so? Man respektiert und dann kriegt man auch Respekt, weißt du? Und das ist eigentlich überall auf der Welt so, weißt du? Wenn du nicht hingehst und denkst, du kannst irgendwelche Leute belehren oder deine Meinung immer irgendwelchen Leuten aufzwängen, aufpressen, dann kommst du überall weiter, weißt du? Dann, bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, weißt du? Dann bist du überall eigentlich willkommen und kannst deinen Weg gehen, so, ne? Aber es ist natürlich auch sehr kriminalitätsbelasteter Platz gewesen und es gab auch schon Situationen, wo es natürlich abgeht, so, weißt du? Aber das gehört auch dazu, ne? Natürlich. Wo Licht ist, ist auch Schatten und so ist das hier, ne?
Hattest du Träume, als du klein warst, hier als Kind, wo du dachtest, boah. Ich wollte eigentlich immer schon berühmt werden. So. Ja? Ich wollte immer berühmt werden. Das war schon immer als Junge auf dem Stuhl gestanden mit einem Deo in der Hand, hab 50 Jahre gerappt oder was. Ah, okay. Der Junge, da war ich ja schon 17 oder was. Ja. Ne? Das darf ich gar nicht sagen. Nein, aber ey, ich wollte immer schon Rapper und berühmt sein und so. Das war schon mein Ding, so, weißt du? Okay. Ich habe mich auch manchmal so gefühlt als Kind, als ob ich so in der Truman Show wäre. Weißt du, was ich meine? Ja. So, als ob schon alle gucken würden, so, weißt du? Ja, und irgendwann ist es so gekommen, ne? Das ist krass. Ich glaube, das ist auch so, wenn du was wirklich willst, so, weißt du, dann kommt schon irgendwie zu dir, weißt du, wenn du dich da ein bisschen hinterklemmst, so, weißt du. Und ich habe ja nicht mehr viel gemacht, das wissen wir alle, weißt du. Aber wenn du dich ein bisschen nur reinhängst und ein bisschen danach lebst und auch wirklich Bock drauf hast, weißt du, und nicht auf halbsteif, sondern auf richtig, Digga, dann klappt das irgendwie. Okay, aber du sagst, du hast nicht viel gemacht. Würdest du sagen, dann hast du Glück einfach nur im Leben, oder? Ich habe viel Glück gehabt. Ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, Aber meinst du nicht, dieses Glück kommt auch irgendwo her, dass du halt mal du bist ja auch über viele Grenzen gegangen, sage ich jetzt mal, dass es dadurch entstanden vielleicht ist? Kausalität, ich weiß es nicht, weißt du? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr viel Glück habe und dass ich jeden Tag sehr dankbar dafür bin, weißt du? Auch, dass ich mich bei jedem Fan da draußen bedanken muss, der Sachen von uns kauft und uns unterstützt und uns reich gemacht hat am Endeffekt, weißt du? Ohne diese Leute würde ich den Wagen nicht haben oder hätte dieses Leben nicht, hätte mir niemals ein Haus kaufen können. Wie denn, weißt du? Was hätte ich da machen sollen? Wäre ich nicht Rapper geworden, so, ich wäre 100% im Knast, weißt du, so, also was hätten wir denn machen sollen, außer Drogen verkaufen, weißt du, so, also, ja, also ich bin unglaublich dankbar für alles und jeden Tag wieder und es hört auch nicht auf, weißt du, so ist gekommen und es ist brutal, es ist ein brutales Leben, ich genieße jeden Tag. Geil. Ja. Hattest du schon Erfolg, als deine erste Tochter kam? Wann ist sie gekommen? 13, naja, gut. Da ging's los, auf jeden Fall. Aber hattest du da so das Gefühl, oh fuck, jetzt muss es langsam richtig durch die Decke gehen, sonst ich muss jetzt eine Familie ernähren, oder? Nee. Nee, gar nicht? Nein, gar nicht. Okay. Nein, gar nicht. Ich glaube, wenn du dich dann auch so selbst so unter Druck setzt, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr dasselbe so, weißt du? Ich versuche immer alles so abzudecken so und es klappt auch, weißt du? Aber dass ich jetzt natürlich denkt man sich schon, oh Digga, man soll jetzt nicht brutal verreißen, sonst ist alles wieder weg, so, ne? Aber es wird schon irgendwie. Ja. Es wird schon irgendwie. Wir haben uns, das ist das Geilste. Ja. Wir haben die Gruppe, ich habe die Familie so und wir lieben uns alle. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste im Leben, weißt du? Dass man eine Familie hat, dass man Leute hat, die einen lieb haben, so. Dann kann man durch alles gehen. Dann geht alles, weißt du? Es ist alles kein Beinbruch, weißt du? Guck mal, mein Abidjan, darf ich einmal was sagen? Moin. Diesen Mann, da habe ich als kleines Kind, haben wir das Schulgelände verlassen? Und haben Naschis gekauft. Der ist ja schon, wie lange ist der schon hier? 170 Jahre oder wie lange? Hä? Mein Bester. Können wir eine Tüte kaufen? Eine kleine Naschitüte? Auf die alte Zeit? Das ist genau so wie früher. Da ist die Fleischtheke, da ist ja das Altenheim, weißt du, da kommen immer die Älteren. Und hier ist unser Naschi-Bereich. Da machen wir uns was, aber nur für einen Euro, Pascal. Nur für einen Euro. Euro. Ja. Aber hier kostet auch noch 10 Cent. 10 Cent, Digga. Auf gute Zeiten. Ja, Digga, der Typ, der macht doch die Preise nicht an, Digga. Können wir das nicht auf Stoke machen? Dass kannst du uns ein Bewirtungsbeleg bitte geben? Wir nehmen Euro. Ich nehme auf jeden Fall 2 Bananen. Ja, 3 Bananen. 4 Bananen. 4 Bananen? Ich nehme 2 UFOs auf jeden Fall. Ne, UFO bin ich raus. 2 UFOs? Hier so hier diese Schlangen, Nummer 12. Ja? Ja. Okay. Danke, meine Herren. Dankeschön. Bleib gesund, mein Bester, ja? Alles begann in diesem Viertel meiner Stadt. In einem Treppenhaus im Trap-Haus. Ja. Guck mal, ich bin jetzt 35. Wann war ich denn da raus? 7, 8? Das ist schon fast 30 Jahre her. 30 Jahre. Seit 38. 39 Jahre bist du hier. Wahnsinn, ne? Aber gut, dass es noch gibt hier, ne? Viele haben nicht überlebt, ne? So kleine Läden. Aber ich glaube, hier die Schule, das Altenheim, ne? Hier ist schon. Letztes Mal kam eine Dame, sie wohnt jetzt in Nürnberg. Oh. So, kurz wollte ich Feierabend machen und dann ist sie reingekommen. Wie früher. Ja. Das sind die Gerüche. Die Gerüche, die man assoziiert. Wie auf dem Dachboden, weißt du? Ja, stimmt. Ciao. Tschüss. So, dann ab zur Reeperbahn. Yes. Behältst du jetzt für dich, oder was? Nein, kannst du auch bei dir. Wie siehst du, das habe ich Maxwell auch gefragt. Jeder hat ja bei 187 so seine Rolle irgendwie. Und ist ja so ein eigener Charakter. Wie siehst du deine Rolle bei 187? Bolz hat mal gesagt, ich bin das Herz und er ist der Headshot-Macher. Ich glaube, das ist ganz gut gesagt, so, weißt du? Ich habe halt immer einen großen Bezug zu dieser Straße und der Gegend gehabt. Und das war auch immer gut und wichtig für unseren Weg. Wir haben es zusammen geschafft.
Und das jetzt genau aufzudröseln, wer was und für was verantwortlich ist, kein Plan, Digga. Nee, der Organisator war ich auf jeden Fall nicht, Digga. Aber wenn du jetzt sagst Straße, ja? Die Straße hat ja auch viel Negatives für dich gemacht. Safe, Bruder, safe. Und mittlerweile, du brauchst es ja nicht mehr. Mittlerweile machst du hast ein Haus gerade gebaut und irgendwie bist du ja doch immer wieder drin. Woran liegt das? Also hast du das Gefühl, du musst da irgendwie, also musst du, benutzt du, willst du überhaupt weg davon? Willst du, denkst du dir manchmal, boah, eigentlich oder ich will nicht weg von alles, natürlich. Aber ich will nicht weg von meinen alten Freunden. Ja, natürlich. Verstehst du? Ich aber bin dann ja noch diese zweite Haftstrafe. Ja. Würdest du sagen, ey, saßt du irgendwann mal da und dachtest so, Digga, einfach eigentlich unnötig? Unnötig, auf jeden Fall, aber von allen Seiten, Brudi. Guck mal, das Ding ist, ich kann mir nichts gefallen lassen, verstehst du? Ja. Und wenn der Richter mich provoziert auf eine Art und Weise, die sich auch für ihn nicht gehört, verstehst du? Voll. Hätte er mir mit Respekt entgegengetreten, weißt du? Voll. Hätte mich mit Respekt behandelt. Ich hätte ihn niemals angezählt. Ich hätte ihn niemals so vor Gericht so hingestellt, weißt du? Ja. Ey, das Ding ist, der Typ ist eh... Er hat sein Urteil gehabt, wo er mich gesehen hat. Ob ich mich da mit einem Anzug hingesetzt hätte und jedem seine Eier geleckt hätte oder so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Die Kelle hätte ich sowieso bekommen. Verstehst du? Ja, und von daher, Digga, das war so natürlich. Beim zweiten Gericht, ich habe mich benommen. Warum? Weil die Frau mich mit Respekt behandelt hat. Und am Ende habe ich trotzdem eine Kelle bekommen. Verstehst du, was ich meine? Der Typ stand letztens auf dem Kiez, stand er vor mir. Ich sitze in der Alkotheke, steht der Typ vor mir. Er lacht mich an. Alter, dieser, guck mal, wer hier ist. Ich sag, Digga, ist nicht dein Ernst, verpiss dich hier. Weil er meinte ja zu mir, sie könnten ja auch einfach sagen, wenn ihnen jemand nicht gefällt, verpiss dich. Da habe ich ihnen gesagt, verpiss dich. Nein, Herr Klaus, ich wollte ihn gerade, ich will gar nichts hören. Verpiss dich. Er wollte mir gratulieren zu meinem Sohn. Was er alles mit mir gemacht hat, Bruder. Digga. Und dann steht er da und lacht mich an und denkt, was denkt er? Ich trinke jetzt das Wein mit ihm oder was, Digga? Ey, das war richtig so, Digga. Ich habe mich noch, ein paar Stunden später war ich richtig so, Digga, was war sein Auftrag, ja? Weißt du warum? Der Typ ist jetzt in Rente, er hat seine Robe abgegeben, der Typ hat keine Freunde, seine Alte ist weg, der hat keine Kinder, der ist gefickt. Weißt du? Es mag ihn absolut niemand, nicht mal seine Kollegen. Ja, es gab ja so einen riesen Bericht darüber auch, dass er ja so nicht gegrüßt wird auf den Fluren und so. Ja, Digga, er war ja auch... Wie übertrieben dieses Urteil auch war und so. Normalerweise als Richter, wenn du dann 10 Jahre, keine Ahnung, Amtsgericht machst, dann steigst du auf zum Landgericht. Keine Ahnung, dann irgendwann Oberlandesgericht. Keine Ahnung, dann Politik oder was weiß ich. Der Typ ist ja immer am Amtsgericht geblieben, weil die Leute gemerkt haben, Digga, der macht Sachen, die müssen ja immer hinter ihm aufräumen. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut, bei mir war natürlich auch... Ich kann auch verstehen, jeder spielt mit seinen Waffen, weißt du, oder jeder kämpft mit seinen Waffen so, weißt du, ich bin den Leuten viel auf der Nase rumgetanzt und habe immer suggeriert, ey, ich mach, was ich will auf der Straße, weißt du, und wenn ich dann natürlich im Gericht sitze, dann sagen die Richter nicht, ey, ja, okay, mach mal dein Ding, sondern sagen, ja, ey, du willst wie du machen, okay, wir machen auch, wie wir machen wollen, weißt du, kann ich verstehen, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht, ich kann mich nicht beschweren, Digga, und ich hab's akzeptiert. Ich habe es akzeptiert und angenommen. Und es war aber nie so und es wird auch nie so sein, dass es mich runterzieht. Ja. Mich zieht nichts runter, verstehst du, mich bricht nichts. So, jetzt sind wir in der Ritze. Was ist schon oft vorgekommen in den Videos, jetzt auch gerade im letzten Video. War auch sogar auf einem Cover abgeändert, genau. Bei der großen Freiheit. Was bedeutet der Ort für dich? Hat der irgendeine besondere Bedeutung oder ist es einfach der legendäre Laden? Exzessiver Konsum auf jeden Fall. Dadurch, dass wir mit den beiden Besitzern auch eng verbandelt sind, so. Und hier eigentlich immer der Ausgangspunkt für jede Party ist, auf die wir gehen, weil wir gehen immer noch auf die Ripperbahn. Ich sag dir, wie es ist. Treffen wir uns hier, machen unser Ding, weißt du. Wie ist es für dich, feiern zu gehen und berühmt zu sein? Es gibt ja schon oft den Moment, so klar kannst du sagen, ey, alles cool. Genau, ich bin erwachsen. Wenn ich keinen Bock habe, sage ich nein. Also es gibt ja auch schon oft den Moment, wo man denkt, so, wo man gerade so private Gespräche hat oder sonst irgendwas und dann kommen 10.000 Fans an und wollen irgendwas. Ich versuche mal dieses UFO. Naja, gut, Digga. Wenn du 2,6 Millionen Follower auf Instagram hast, Digga, und diverse Musikvideos, die Millionen von Aufrufen haben, dann brauchst du nicht zu wundern, wenn du auf den Kiez gehst, dass du erkannt wirst und Fotos machen musst, so, weißt du? Also das sind natürlich Zusammenhänge, die erschließen sich jedem, weißt du? Also, aber würdest du dir manchmal wünschen, oh, ein bisschen weniger wäre geil? Nein. Oder findest du es? Ich glaube, weil dann fällt dir auch andere Sachen auch weg, muss man ja auch sagen. Genau. Und ich glaube, scheiße wird es erst, wenn die Leute nicht mehr fragen. Das weißt stimmt. du? Dann denkst du dir, oh, kacke. Meine Zeit ist vorbei, so, weißt du? Ich glaube, das wird erst nervig. Ja. Hast du Angst vor der Zeit? Ich habe Angst vor nichts, Digga. Von niemandem noch nichts. Auch nicht, dass du sagst, oh, irgendwann kann es vorbei sein. Dann ist es vorbei, Brudi, dann habe ich immer noch euch. Ich bin da weg. Nein, ich bin da weg. Ich gehe zu den nächsten berühmten Lungs. Mahlzeit. Moin. Und auch hier kann kommen und gehen, wer will. Niemanden juckt das.
groß, klein, dick, dünn, schwul, hetero, transe, mach was du willst. Weißt du, mach dein Ding, chill, mach keinen Stress. Und auch diese Jungs, auch loyal. Damals hat der Bierlieferant, das ist ein Münchner Brauhaus, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann, ich erzähle es erstmal, frag gleich Ken, aber das ist halt Hacke Schorsch, so heißt das Bier, ne? Und die sind Münchner Brauern gewesen und die haben dem Urbesitzer hier, also dem quasi dem Gründer, haben die damals einen Kredit gegeben, weißt du? Keiner wollte ihm Kredit geben, weil keiner Bock auf diese Rotlicht und Szene hatte und so. Und später dann, wo der schon lange verstorben war, wo die anderen Jungs den Laden übernommen haben, ist Astra gekommen, also das Hamburger St. Pauli Urbier quasi, ist gekommen und meinte, hier, ich gebe noch Handgeld und mach mal unser Bier. Und haben die Jungs auch gesagt, nein, wir machen das so, wie der das gemacht hat, weil wir sind loyale Hunde. Weißt du, wir machen das so und wir bleiben dabei, weil die haben uns damals Kredit gegeben. Und ey, wir reden hier über richtig Kohle, ne, was sie im Jahr umsetzen mit Bier. So, ne? Also das ist auch für die Brauerei ein gutes Geschäft, weißt du, so. Und so muss man es machen. So kommt man weiter im Leben. Ne? Aufrichtig sein, gerade sein, in die Augen gucken und sagen, wenn wir machen, machen wir. So gehen wir gehen unseren Weg, wir gehen bis zum Ende. So denke ich. So, wir haben ja gerade auch schon über die Haftzeit ein bisschen gesprochen. Die letzte jetzt. Ja. Wie war das für dich? Also wie ist so dein Alltag im Gefängnis? Ja, Brudi, was ist dein Alltag? Du bist eingesperrt viel, ne? Du bist viel eingesperrt. Wie viele Stunden am Tag bist du eingesperrt und wie viele Stunden bist du draußen so gesehen? Ich denke mal so im Schnitt ohne Arbeit. Ist natürlich so. Hattest du Arbeit? Nee, in der Haftzeit hatte ich keine Arbeit, weil ich dann in den Langzeitvollzug verlegt wurde. Santa Fu ist halt nochmal eine andere Nummer, weißt du? Ich kenne halt auch jeden, weißt du, so, also es war jetzt nirgendwo, es gab nie Stress oder irgendwas, so, ich denke auch, vor allen Dingen im Erwachsenenvollzug hat keiner Bock auf wirklich auch Stress. Natürlich kann es zu Stress kommen, natürlich gibt es auch Messerstechereien und Hauereien, ist ganz klar, aber wenn du gerade durch deinen Vollzug läufst und die Finger von Drogen lässt und von Glücksspiel und so Sachen, dann kommst du eigentlich nicht in Stress, so, weißt du, und ja, um die 20 Stunden am Tag, so, um die 20, 19, 20 Stunden am Tag, ja. Also es geht morgens los, wann war dein Aufschluss? Keine Ahnung, 6 Uhr bis 7 Uhr hast du einen Aufschluss, kannst Post abgeben, kannst dir heißes Wasser holen für Kaffee, aber dann hast du auch einen Wasserkocher irgendwann. Genau, dann geht die Tür wieder zu, bis 11.30 Uhr, glaube ich. Dann geht sie nochmal auf für eine Stunde, Mittagausgabe, H&T. Dann geht es, glaube ich, nochmal zu. Genau, dann geht es nochmal zu, bis 15.30 Uhr. Dann machst du die Freistunde, geht's auf, dann machst du die Freistunde und dann hast du noch bis 18 Uhr Freizeit, kannst kochen, Karten spielen, so eine Scheiße halt. Und ab 18 Uhr geht die Tür wieder zu. Und dann bist du wieder bis 6 Uhr mit dir selber. Ne? Und wie ist das, mit dir selber zu sein? Ich komme gut mit mir selber zurecht. Ja? So. Bevor du in den Knast gekommen bist, hast du ja sehr exzessiv gelebt. Mhm. Und dann von 100 auf 0 so gesehen. Und dann sitzt du alleine in der Zelle. Deswegen ist im Gefängnis, ich mache im Gefängnis, der Vater von, bei dieser Doku von, wie heißt nochmal der große, Tyson Fury, der Vater von ihm meinte, Sport ist gut, vor allen Dingen für Leute, die mental Probleme haben oder halt in einer schwierigen Situation sind, weißt du? Und im Gefängnis ist es halt mental auch anstrengend, vor allen Dingen jetzt die zweite Haftzeit, in der ersten Haftzeit viel mehr gesessen, aber es war viel einfacher, weil ich nichts hatte. Ich hatte keine Kinder, ich hatte keine Verantwortung, ich hatte keine Frau, ich hatte keine Karriere, so, weißt du, es war einfach so. Das war die erste. Das war die erste Haftzeit. Okay. In der zweiten Haftzeit war es anstrengender, wegen den Kindern, wegen der Frau, wegen der Karriere, so. Aber? Das ist halt mental. Und vor allen Dingen, wenn du mental Probleme hast oder angespannt bist, dann hilft dir Sport. Sport macht sehr, sehr frei im Kopf einfach. Und das habe ich halt praktiziert im Gefängnis, viel Sport gemacht. Ich weiß, wie man Sport machen kann in der Zelle und das hat mir viel weitergeholfen, weißt du? Aber man hat mittlerweile auch ein Telefon in der Zelle, ich konnte dann telefonieren abends und konnte mich so ein bisschen, konnte den Leuten auf die Eier gehen. Okay, aber das ist interessant, dass du sagst, du hattest es, das war es aber nicht auch gleichzeitig einfacher im Sinne von, bei der ersten Haftstrafe wusstest du nicht, wenn du rauskommst, weißt du ja nicht, was passiert. Ja. Klar, der Erfolg kommt jetzt irgendwie so langsam, aber du stehst irgendwie noch nicht so richtig da. Jetzt weißt du, du kommst raus, das Haus ist in Arbeit, deine Familie wartet, die Kids sind da. Aber trotzdem. Aber ist es nicht so, dass du denkst, so, okay, du bist jetzt mit einem anderen Gefühl kommst du raus, du musst jetzt keine Sorgen machen, du weißt, die Jungs kümmern sich um alles. Ja, aber Digga, du bist halt viel mit dir selber und dann brütet man natürlich auch gezwungenermaßen auch negative Gedanken aus, so, ne? und verbeißt sich halt auch auf blöde Gedanken und denkt sich, Digga, was ist, wenn alles vorbei ist oder wenn das einbricht oder dann kam dieser Zeitungsartikel da von der Bild, weißt du, und wo ich dann auch gedacht habe, fuck, Alter, wie sieht das denn aus und so, weißt du, das sind natürlich Sachen, ich habe Glück, ich habe halt Leute draußen, die ich auch oft angerufen habe, so, die mich immer bestärkt haben und meinten, ey, Digi, mach dir keinen Kopf, es wird schon alles so, weißt du, und es läuft ja auch alles so, deswegen haben wir das Album auch gemacht, so, von daher war es so, dass es halt
ins Rollen kam. Da muss ich auch Bones nochmal danken, ne? Der hat das natürlich alles am Laufen gehalten. So. Und, aber trotzdem gibt es auch dann Gedanken oder Situationen, wo du natürlich diesen negativen Gedanken auch ausbrütest und total Verlustängste hast und denkst, Digga, wenn es vorbei ist, was ist, ich bin eingesperrt einfach, weißt du, so. Ja, und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen, was draußen angeht. Du kannst ein bisschen telefonieren und Leute hin und her schicken, aber am Endeffekt, Digga, du weißt, wenn du es selber nicht machst, dann, weißt du, deswegen, also, es war mental auf jeden Fall ein bisschen anstrengender. Jetzt auch kein Weltuntergang, aber es war auf jeden Fall anstrengender wie die erste Haftzeit, mental so, ne? Ja. Aber witzig, mental bist du witzig als, weil du meintest gerade, wenn man mentale Probleme hat, hilft ein Sport. Würdest du sagen, du bist ein Mensch, der mentale Probleme hat? Vielleicht kommt daher auch diese ganze mentale Drogen. Probleme, glaube ich nicht, aber... Aber woher kommt dieser Drang zu den Drogen zum Beispiel? Ich weiß nicht, ich habe halt einen miesen Hang auf, mich breit zu machen und ich bin aber auch warum? Einfach gerne breit, so, warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist es nicht irgendwie... Aber ich habe letztens gesehen, so, je älter man wird, desto mehr akzeptiert man sich auch selber und versucht nicht so krass sich hart zu verbiegen, so, weißt du? Ich meine, ich habe mich gut im Griff, so, ich kriege meine Sachen gebacken, so, weißt du, aber... Ist es das vielleicht auch das Problem, dass du alles auf die Reihe kriegst und dann denkst, dann ist es nicht mehr so schlimm? Ja, Brudi, es ist halt auch so nüchtern, natürlich ist alles cool und Dings, aber es ist auch viel langweilig. Ja, Diggi, was soll ich dir sagen, Alter, weißt du? Ich kann auch nichts gegen sagen. Krieg ja die Sachen alles gebacken so, aber ja. Diggi, ab und zu kommt auch wieder ein Verriss, weißt du, dann bin ich wieder 3 Tage Handy aus, weißt du? Okay, Digga, so ist es, weißt du, was soll ich, ich werde nicht lügen und werde mich anders darstellen, als ich bin, so bin ich, weißt du? Natürlich wäre es geiler, so auch... Ich krieg auch Ansagen so von meiner Frau auch, ne? Die hat auch keinen Bock drauf, so, weißt du, ja. Sagt auch, ey, Digga, du bist erwachsen, Mann, Digga, behandel mal das so, weißt du, aber auch das gehört zu mir. Also, du hast ja schon öfter einen Entzug auch gemacht, ne? Entgiftung, ja. Entgiftung, okay. Und Therapien und so. Aber ja, aber hast du da nicht irgendwas draus gezogen oder war es einfach so, hast du es? Man kann überall was draus ziehen, ja. Ne, so, aber das Erste ist auf jeden Fall, was ich gelernt habe, ist, dass wenn du selber nicht diesen Klick hast, weißt du? Keine Therapie, kein Gefängnis, keine gut zureden wird dir helfen, wenn du selber nicht sagst, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Weißt du, dann brauchst du auch keine Therapie, egal ob du auf Schore bist, Nazi oder was weiß ich. Wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, hast du keinen Bock mehr, dann machst du es nicht mehr. Verstehst du? Wenn du es machen willst, machst du es. Ja, das stimmt. Verstehst du? That's life. Wir sind hier in der Ritze, hier hast du auch zum neuen Album was gedreht. Du bist jetzt gerade aus dem Knast gekommen, nicht vor ein bisschen länger her, aber ist so ein neuer Lebensabschnitt so gesehen. Neues Kind hast du, neues Album, neuer Jizzes oder bist ja auch sehr, ich meine, es gab schon immer mal wieder diese Songs auf deinen Alben, die so ein bisschen ruhiger waren und wo du ein bisschen reflektiert hast und so, aber jetzt bist du ja so, hast dich auch entschieden mit der ersten Single, direkt, das waren ja nie Singles, das waren ja immer so Songs, die auf dem Album waren und Leute, die Alben sich angehört haben, die haben es natürlich mitbekommen. Aber ganz viele Leute hören ja nur die Singles auch. Und diesmal hast du dich ja dazu entschieden, die Seite auch als Single zu zeigen. Einen Drink würde ich noch nehmen. Ich kann dir erzählen, wie es ist, Runden im Innenhof zu drehen. Manchmal lenkt allein der Himmel das Geschehen. Kriminalität heißt, für seine Kinder nicht zu sehen. Ich weiß schon. Also es ist, ich bin jetzt nicht vom Mond so. Weißt du, ich weiß schon, dass da auch Sachen sind, die nicht so gut gelaufen sind. Und auch Seiten von mir. Ich bin da schon reflektiert auch. Aber fällt es dir schwer, diese Seite zu zeigen? Vielleicht nein, in der warum? Öffentlichkeit nein, warum? So? Nein. Nee? Das ist, bin doch ich, weißt du? Ich bin voll. Noch, also, ich kenne dich ja auch. Ich schäme mich nicht für nichts. Also so, natürlich, manche Taten hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber ich habe mich entschuldigt, ich habe viel Geld dafür bezahlt und ich zahle noch ab, so, weißt du? Wofür soll ich mich schämen, Digga? Weißt du, ich bin ein Mensch, ich habe keine Leichen im Keller, ich mache mich auf, ihr seht mich, ich bin, wie ich bin. Und ich brauche mich nicht verstecken oder irgendwas. Ich kann auch über mich selber lachen, weißt du? Ich bin nicht versteift oder denke, ey, Digga, ich muss hier irgendeine Gangsterschiene so hochhalten, weißt du? Wir wissen alle, was die Fakten sind. Die Fakten liegen auf dem Tisch, so, weißt du? Ich brauche niemand mehr was beweisen. Das stimmt. Und da brauche ich mich für nichts zu schämen. Wir haben aber viel liegen. Also das Album kommt raus, dann kommt, also es wird auf jeden Fall viel geschossen jetzt, ne? Ja. Würdest du sagen, das ist so eine Weiterentwicklung zu den Alben davor oder so vom Sound her? Oder würdest du sagen, schon eine Schiene weiter wieder gezogen oder die Leute, das werden... Boah, was heißt Weiterentwicklung, weißt du? Ich habe vor 10 Jahren schon auf Autotune gerappt. Kein Geld für mein Dope, hab die Krise nicht bezahlt und Michelle abgeholt. Heute läuft das anders, mental immer voll da. Scheiß mal auf Amjust, Mentalität Räuber. Weißt du, also das, ich hab immer schon alles gemacht. So. Natürlich bedient man dann auch irgendwo sein Spektrum, so, ne, mit den Sachen, die man macht. Also ich werde jetzt keinen Schlager machen, so, weißt du, aber...
es entwickelt sich natürlich automatisch weiter. Aber ich muss jetzt nicht sagen, ja, ey, das ist der neue Jizzes und keine Ahnung. Nein, Digga, es ist einfach, ich bin, wer ich bin und ich mache Mucke, worauf ich liebt. Genau, ja. Ich mache Mucke, worauf ich Bock habe und immer schon, ja. Weißt du? So. Ja. Keiner kann mich reinreden oder sagen, mach so, so. Nein, ich mache, was ich will, ja. Immer schon. Bist du mehr, würdest du sagen, du bist mehr so Solo-Künstler-mäßig oder hast du mehr Bock auf so Feature und also, weil du bist ja schon so bekannt, wenn du so Features machst, bist du ja, die Leute feiern ja immer, wie du bei den Features reinkommst. Sei es bei Kokain, sei es bei Taxi, sei es bei, da hast du ja immer diese legendären Einstiege, die ja auch live super krass funktionieren, wenn du auf die Bühne kommst und so. Und ja, bist du da mehr so der Rudelmensch oder eher der Rudelmensch? Also als Typ einfach, als Mensch bin ich einfach gerne ein Rudelmensch und bin gerne unter Leuten so. Und ich bin halt nicht gerne alleine so, weißt du? Ich weiß, wie es ist, alleine zu sein. Ich kann auch alleine sein, so, weißt du? Ich drehe nicht durch oder schneide mir die Arme auf, so, weißt du? Aber es macht schon mehr Spaß, wenn man in der Gruppe ist. Es macht mehr Spaß, wenn man in der Gruppe Geld verdient. Ja. Es macht mehr Spaß, in der Gruppe Geld auszugeben, so, weißt du? Alleine ist immer so... Das bockt nicht so richtig, weißt du? Ich will einfach in Gesellschaft sein mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe. Mit dir auch, weißt du? Wenn man viel lacht und viel Spaß hat zusammen, weißt du? Sich versteht, eine Wellenlänge hat, weißt du? Weiß, dass man mit Leuten ist, die ja nicht hintergehen, abfacken oder auf die Frau geiern oder sowas, weißt du? Man muss immer sich mit Leuten umgeben, denen man auch vertraut. Und das mache ich, weißt du? Ja. Ah, sehr schön gesagt. Album. Das Album heißt Freitag der 13. Yes. Erzähl mal, was hat das mit dem Titel auf sich? Ja, ich bin am Freitag, den 13. inhaftiert worden. Genau 9 Jahre und 11 Monate, nachdem ich entlassen wurde. Und ich bin vorgefahren in einem 911er. Und Freitag, der 13., es war auch, 13 war die Lieblingszahl von meiner Mutter. Ich fand irgendwie, es passt. Ja, für mich, so, weißt du? Dann gab es, das war es erst der Arbeitstitel so. Und ist aber auch gleichzeitig ein Unglückstag eigentlich. Eigentlich ein Unglückstag, ja, wenn man so will, genau. Ja. Aber es ist ja immer geil, den Widerspruch, ja, genau, so, genau, weißt du, im Hip-Hop so. Finde ich gut. Da war es erst der Arbeitstitel, dann wurde auch gesagt, ja, sind nicht alle so mit zufrieden so. Aber dann meinte ich meinte auch immer, ey, wenn ihr eine bessere Idee habt, hau raus, so, weißt du. Ich bin für alles offen, aber irgendwie kam nichts Besseres, so, weißt du. Und dann haben wir es einfach durchgezogen, so, ne. Für mich hat es gepasst, so, weißt du. Und, und ich finde auch so, alleine diese Bedeutung des Tages, dass so manche sagen ja auch, das ist ein Glückstag, Freitag der 13., manche sagen, das ist ein Unglückstag. Ja. Und bei dir kommt ja auch irgendwie Glück und Unglück mit, immer wieder Knast, trotzdem erfolgreich, ist ja auch so ein Glück- und Unglück-Ding. Was so zusammenfügt. Ja, es liegt alles nah beieinander, weißt du. Ja. Es ist immer ein Ritt auf Messerschneide, weißt du, aber bis jetzt haben wir geschafft. Schön. Und dann geht's auf Tour. Ja, es steht auf jeden Fall eine Tour an. Ja. Es steht auf jeden Fall eine Tour an. Und da habe ich auch mega Bock drauf, so, ne? Ja. Ist natürlich ein bisschen kleiner als die Dinger, die wir jetzt mit Palmen gespielt haben oder so. Aber ich finde auch die kleinen Hallen, finde ich derbe sexy, weil es halt... Es ist eine andere Energie. Hexenkessel ist, so, weißt du, und... ich bin stolz, dass es so mein Ding ist auch, weißt du. Und weil es einfach so wichtig ist für die Karriere und für dein Sein als Musiker so, dass du live einfach ablieferst und dass es klatscht, so, weißt du. Ich habe letztens Kontra gesehen und war nachhaltig beeindruckt, so, was der auf die Beine gestellt hat und wie er das macht. Also wirklich Respekt. Natürlich auch Raff und Bones sind da wirklich, muss man sagen, Vorreiter so. Die haben als erstes erkannt, dass es wichtig ist, die Show richtig krass zu machen und nicht sich jedes Mal 300 Mille einzustecken, so, weißt du, so, sondern die haben das echt, die sind ja vielen Vorreiter und man kann nur von den Großen lernen. Und Ende des Jahres spielen wir auch noch Weihnachten, das wird natürlich ein Mega-Fest. So. Zwei Tage hintereinander, erster Tag in 48 Stunden ausverkauft, 13.000 Tickets weg, das ist natürlich wie Balsam für die Seele, so, weißt du, das geht runter wie Öl, weißt du. Und ja, stolz und überglücklich und das Jahr ist voll gepackt und gibt es auch noch Sachen, die wir nicht announcen, aber die auch noch kommen werden. So. Und wir sind ready, wir schlafen nicht, wir machen unser Ding und wir haben Bock. Wir gehen immer nach vorne und wir sind immer in der ersten Reihe. Schlechte Presse, guter Push, drehe durch wie Hula Hoops. In meiner Tasche ist ein Batzen, 2-3 Gramm und schuppert Schubs. Wir sind raus. Haut rein! Sag mir, kriegst du das? So riecht Freiheit, Baby. Prost und heb dein Glas. Noch ein Toast aufs nächste Jahr. Sag mal, spürst du was? Ich lass es schneien, Baby. Schippen hoch und geben Gas. Auf der Piste jeden Tag.